Open Office. Was steckt eigentlich hinter den Symbolen? Um das herauszufinden, gehe ich mit dem Mauspfeil auf ein Symbol und es gibt einen kurzen Kommentar. Einen noch etwas längeren Kommentar gibt es, indem ich auf Menü Hilfe klicke und anschließend auf Direkthilfe und gehe wieder auf das Symbol und es gibt einen etwas längeren Kommentar. Außerdem gibt es die Open Office Hilfe. Dazu merke ich mir den kurzen Kommentar, gehe anschließend auf Menü Hilfe, klicke auf OpenOffice Org Hilfe oder drücke die Taste F1, gebe jetzt hier den kurzen Kommentar ein und anschließend klicke ich auf den Button Anzeige und es gibt einen kurzen Text dazu.